Das hier ist irgendwie hier unten, na? Es gibt hier noch so viel versteckte Sachen. Jetzt sind wir falsch, ne? Ja. Komm, Goofy, ich helfe dir mal. Ich mach mal hier ein bisschen Platz für dich. Müsste dich doch viel einfacher. So, jetzt hat er, bitteschön. So, jetzt hast du es einfacher hier. Dann machen wir den Arno weg. Kann hier jeder wieder her und kann angeln. Ich werde auf jeden Fall mal ein paar Stunden-Quests machen, wo wir mal einfach ein bisschen im Dorf rumlaufen und dann ein bisschen verbessern, einfach ein bisschen was dekorieren. Das ist geplant, sobald wir hier die ganzen Quests weg haben, weil man sieht ja, dass man vielleicht doch erst die Quests zu Ende machen sollte. Weil es auch immer wieder... Da müssen wir noch irgendwas herstellen, ne? Ja, dass wir was trinken können oder so. Oha, die ist aber schnell da. Kobralilienextrakt. Sie hat mir fast den Finger abgebissen. Aber wir haben sie jetzt im Grunde genommen nicht gefüttert. Das hat Eve gemacht. Wow, es gibt einen neuen Saft hier. Extrakt der Dreamlight Kobralilie. Eines ist sicher, kein Parfümeur wird diesen Duft in nächster Zeit für seine Kreation verwenden. Warum? Ist es so abstoßend? Ist es so... Eines ist sicher, kein Parfümeur wird diesen Duft in nächster Zeit für seine Kreation verwenden. Verstehe ich nicht. Wenn es jemand weiß, bitte mal in die Kommentare schreiben, was das bedeuten soll. Okay. Sammle den extra... Koche experimentelles Feuerwerk. Komm, Wolli. Na, machen wir das mal. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich hätte hier gern noch einen Herd. Ja, ich muss mal schauen. Wobei der da vorne jetzt auch langt. Ah, das hat jetzt ein bisschen gehagelt. Ja, dann mal speichern. Dass da nichts passiert. Ich hatte bisher eigentlich nie irgendwie einen Verlust oder so. Von irgendwelchen Speicherständen oder so. Warte mal, wir müssen erst was lernen. Wo ist denn Wolli? Ach so, wir waren im Haus. Der kommt jetzt erst wieder runtergefahren. Da kommt er. Okay. Komisch, ne? Ja, weil das als Instanz gilt. Jetzt kommt er runtergefahren. So, dann können wir mal hier das experimentelle Feuerwerk lernen. Ist das ein Rezept? Ach, ja, tatsächlich. Was haben wir denn da sonst noch drin? Schon wieder so viel drin, ne? Ja, also wie gesagt, das ist alles ein bisschen zu viel. Bei der nächsten Erweiterung bitte keine. Nur die Hälfte oder ein Drittel der Blumen, der Pflanzen, der Hölzer, alles nur ein Drittel lang vollkommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Kaktus? Was ist denn das? Kann ich nicht sehen. Warte mal. Kaktus, Zimt, Zitteraal und was war das da jetzt? Ein Extrakt der Kobralilienpflanze. Oh, dann ist das ja ein... Dann ist das ja ein... Ach so, das wird wahrscheinlich nur einmal gehen, ne? Das experimentelle Feuerwerk. Das ist ja eine Zutat. Das kann man essen, aber das bringt doch Eve nichts. Das bringt doch Eve nichts. Weil Eve ist ein Roboter. Und selbst wenn es ein Android wäre, bringt ihr das auch nichts, weil sie kann. Sie braucht das ja nicht. Alles kochen. Wo ist es denn?
Gerichte. Nee, das ist es nicht. Experimentelles Feuerwerk. Das haben wir alles schon gekocht, okay. Das müsste eigentlich eine Nachspeise sein. Das müsste eigentlich eine Nachspeise sein. Oh mein Gott, ist das viel, was wir da noch kochen müssen. Na, keine Chance, das zu finden. Nee. Also es ist nur einmalig. Okay, bringe Eve den Gegenstand. Okay, komm Wally, was haben wir denn gekriegt? Also mein Rezept. Experimentelles Feuerwerk. Eine instabile Zubereitung mit scheinbar zufälligen Zutaten. Trinkt es trotzdem nicht. Geil. Das ist ja witzig. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Unten rechts ist Eve mit einem Questzeichen. Das ist neu, oder? Ja gut, weil hier auch ein Questzeichen ist. Ach, guck mal an. Ist das jetzt neu? Man kann das jetzt zuordnen. Man weiß jetzt, aha, Sonnentropfenblüte gehört zu einem Quest von Mirabelia. Von Rapunzel. Nur hier funktioniert es nicht. Ich weiß nicht. Wenn jemand weiß, was mit diesen Merlins Kostprobe zu tun hat, was ich damit machen soll, der soll mir das bitte mal reinschreiben. So, Eve. Möchtest du dies weitergeben? da ist Teach. Experimentelles Feuerwerk. Was macht sie denn jetzt da damit? Ja, okay, wir schauen mal. Oh! Man kann also aus der Pflanze ein experimentelles Feuerwerk machen. Sei vorsichtig mit diesem experimentellen Feuerwerk. Eve, ich habe es gerade hergestellt und es scheint ein bisschen explosiv zu sein. Aufgabe? Wir müssen es erst ausprobieren. Am besten an einem sicheren Ort weit weg von allen. Oh, Wüste. Du scheinst den Weg zu kennen? Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Hier? Okay. Und dann guck gleich das Äffchen und wir spielen. Oh, ich bin überfordert. Wenn du bereit bist, kannst du das experimentelle Feuerwerk testen. Digitales Piepsen. Pieps, 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 pieps. Das ist ja fein. Gleich ein Bild machen. Wally vollkommen unbeeindruckt. Feuer, schon wieder. Ich liebe es, Dinge für die Wissenschaft in Brand zu setzen. Braucht jemand einen gut aussehenden Helden? Nein. Geh weg. Ich will ein paar Bilder machen. Ja, lass ihn weg. Lass ihn weg. Dann kann ich hier ein paar Bilder machen. Und Goofy, du zählen ruhig. Angeln. Das ist geil. Okay, dann gießen wir mal. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Naja, die sind doch schon wieder weggemacht. Aber schön, das haben sie mit dem Feuer, haben sie es jetzt ein bisschen. Das ist gefährlich. Nicht, dass da Kinder auf falsche Idee kommen. So, das haben wir alles weg. Sehr schön. Sprich mit Eve. Eve! Jetzt haben sie es wenigstens meistens schon so gemacht, dass sie nicht zu weit weg ist. Aha, sie kommt jetzt so langsam wieder her, ne? Okay, lass uns mal schauen. Was hat das jetzt gebracht? Hat dir das Spaß gemacht? Ich frag mich, wo das Hauptschiff ist. Aufgabe? Mach dir keine Sorgen, das experimentelle Feuerwerk ist gescheitert, aber die Feuer sind weg. Also hat es nicht funktioniert. Für unseren nächsten Versuch? Nein. Du willst es noch einmal? Ja, natürlich. Je mehr Bumm, desto besser. Nein. Ach, sie ist dagegen. Ach,
sie will das nicht. Okay, okay, okay. Aber das ist sehr verantwortungsvoll. Apropos Stitch, ich werde mit ihm reden. Mal sehen, ob er eine Idee hat, warum es so explodiert ist. Ja, Stitch ist ja unser Experte für... Eigentlich für Kämpfen. Das ist ja ein echter Kämpfer, ne? Schauen wir mal, wo er ist. Da vorne ist er. Wenn die Dinge bum bum machen. Oh, das ist eine... Schlange? Ich habe extra Eier dabei. Eier. 10 Stück können sie da gleich essen. Das langt für 2 Wochen. Haben wir die heute schon mal gefüttert? Anscheinend. Die müssen weg, die Eier, sonst gehen's kaputt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Stitch sagt. So, Stitch, wo bist du? Da ist er. Ja, großes Bum-Bum gemacht. Das experimentelle Feuermerk macht einen großen Knall, aber Eve hat Angst. Um ehrlich zu sein, ich auch. Ja. Lass das mal im Haus passieren. Oh. Stitch wollte Nils nicht erschrecken. Schon gut, Stitch. Kannst du mir helfen, das Feuerwerk sicherer zu machen? Ja. Kann Stitch auch helfen? Stitch auf der Suche nach Socken. What? Habe sie vor vergessen hier gelassen? Was haben denn die Socken jetzt mit dem Feuerwerk zu tun? Ach so, ich helfe ihn, er hilft mir, oder was? Okay. Schau mal, wie sein Näschen rümpft. Du suchst nach Socken und Stitch spricht mit alten Batman über Feuerwerk. Okitaka? Okitaka. Akato. Okay. Also gut, ich werde dir die Socken besorgen. Okay, alter Batman sagt, Socken in der Zeit verloren gegangen. Stitch böse, sie überall auf der Insel zu hinterlassen. Okay, wo soll ich denn die jetzt finden? Ah, das ist jetzt doof, jetzt muss ich wieder Wally freilassen. Das tut mir jetzt leid. Aber wenn wir schon was suchen... Pflanze anschauen. Es ist immer, wenn er verunsichert ist, schaut er sich die Pflanze an. Es tut mir so leid. Ach Gott. So, jetzt müssen wir mal schauen, wen haben wir denn in der Nähe? Wen könnten wir denn gebrauchen? Da gibt es jetzt keinen Hinweis drauf. Anscheinend nicht. Wir könnten mal eine von den beiden hier nehmen. Wo ist das? Die sind im Restaurant drin. Okay, dann werde ich mal mit Prinz Erik, hatte ich eigentlich immer recht gute Erfolge beim... Hey, ich habe doch den rausgemacht. Da ist kein Prinz Erik. Nee. Also dieses Ausblenden von verschiedenen Charakteren. Da, der ist ausgeblendet und trotzdem ist er da. Wo waren denn die jetzt? Wo wart ihr denn jetzt? Ach so, jetzt hier. Wo ist denn das? Ach, die sind bei Dagobert, oder was? Dagobert. Come to me. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, ja, die sind bei Dagobert. Goofy, der macht sein Jogging Time. Da, jetzt ist er hier drin. Wie geht denn das? Goofy ist immer wieder für Überraschungen gut. So, dann lass uns mal hier... schönes Bett. Di 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 di
So, Ladies and Gentlemen, ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Deswegen, du willst spielen. Das machen wir später, spielen. Wir gehen jetzt mal hier oben rauf und dann machen wir halt noch den nächsten Teil. Dann gucken wir mal, wie lange wir brauchen, um 3 Socken zu finden. Wenn die Dinge Boom machen, Ladies and Gentlemen, danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr hier seid. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Empfehlt mich weiter. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke. Tschüss. Danke, dass ihr zugeschaut habt.